Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 2 abgeschlossen und die Extra-Episode von Part 2 freigeschaltet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir die jetzt spielen sollten oder erst später. Weil irgendwann werde ich auch nochmal diese Episoden hier alle spielen, also das ganze Ding nochmal. Und ja, vielleicht soll ich da dann die extra Episode noch reinpacken. Irgendwann später, ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit Part 3 an. Stardust Crusader. Den erfolgreichsten Part der Serie. Okay, hier können wir schon die Bonus-Dinger machen, alles klar. Jotaro wohl abgeholt, okay. Ja, jetzt weiß ich schon, dann jetzt machen wir auch. Wir machen Episode 1, der Feuermagier. Yes, yes, yes. Machen wir erstmal alles normale hier so. 1989年 の日本、ジョセフ・ジョースターの孫にあたる空城城太郎。ある時から何者かの気配を間近に感じるようになった彼は、自分が悪霊に取り憑かれたと考え、留置場に。ある時から何者かの気配を間近に感じるようになった彼は、自分が悪霊に取り憑かれたと考え、留置場に閉じこもってその謎を突き止めようとした。そこへ母親ホリーと一緒にジョセフが現れる。ジョセフは城太郎を外へ連れ出そうとするのだが、炎を魔術師。Welch guter Rat für den gleichen Erzähler erzählt wird wie in der Story, also in der Serie. Jotaro reißt Joseph den kleinen Finger der Prothesenhand ab und warnt ihn, sich von ihm fernzuhalten. Joseph ist zwar sehr überrascht, aber dennoch weist er seinen Freund Mohammed Abdul an, Jotaro aus den Zellen zu entlassen. Abdul selbst ist von einer der bösen Geister besessen, die Jotaro erwähnte. Der Name dafür lautet Magierglut, okay? Meinen die Magicians Red? Meine Güte. Als er von den Flammen der Magierflut angegriffen wird, sieht sich Jotaro gezwungen, seinen eigenen Geist manifestieren zu lassen. Ja, und hier wurden zum ersten Mal die sogenannten Stands eingefügt, die auch dann Standard wurden in den ganzen Serien. Okay, Gegner 60 Ticks besiegen, Spielerverteidigung gesenkt, okay. Da ist auch sogar Magicians Red. Sehr gut. Au. Was zum Teufel? Das ist der Fahrer hier. Ja. Der ist einfach durchgefahren. So. Okay. Komm mal her. Sehr gut. So, gucken wir uns das mal wieder an. Ora! Sehr gut. Okay, hier ist eine Quittung. Hä? Genau gleiche, oder? Nee, Quatsch. Boah, wie macht man das denn? So? Okay. Meine Kraft wird entscheiden. Okay, wie macht man das hier? Okay. Aura! Wiederholt Aura, okay. Ach, mehrmals drücken oder was? So, und die Dingens mache ich. Ich bin stinksauer. Oder, okay, das ist immer das gleiche anscheinend. Star Platinum. Ah. Stimmt, ich kann ja gar nicht aufladen mit den. Okay, da kann ich auch mehrmals drücken anscheinend. Ja. Magician
Sehr gut. Okay, warum sollte Star Platinum nicht aushalten? Die Charaktere haben noch nie irgendwie normal geschlagen, habe ich so das Gefühl. Die haben immer nur mit ihren Stands angegriffen. Nein, die Zeit ist abgelaufen. Aber ich habe trotzdem gewonnen. Es ist ungewohnt, ich kann mich jetzt nicht mehr aufladen. Ich würde irgendwie blöd finden, jetzt schon meine Superattacke einzusetzen, weil das würde irgendwie gar nicht passen. Falscher Charakter. Oh, ich würde so gern irgendwie oder sagen können, aber ich kann das nicht so schnell hintereinander sagen irgendwie. Ich kann gar nicht aussprechen. Das ist ein Zungenbrecher für mich. Wie voll schade. Hey, wir haben Abgold freigeschaltet. Sternen Platinum, meine Güte. Also ich nenne den Star Platinum. Also so wie es sich gehört. Nächste Episode, da müsste schon gegen einen anderen Bekannten sein. Der Verlierer ist der Böse, okay. Dann weiß ich schon, wer jetzt kommt. Die bösen Geister repräsentieren Manifestationen physischer Kraft. Sie stehen ihren Besitzern zur Seite und werden einfach Kraft genannt. Irgendwie nicht, die werden Stance genannt, meine Güte. Deutsche Übersetzung. Nachdem er Jotaro aus der Zelle geholt hat, offenbart Joseph seinen Enkel die Geschichte von Dio und den Joestar-Clan. Dio hatte einst den Körper von Josephs Großvater Jonathan übernommen und seit 100 Jahren lag die Kontrahenten auf dem Grund des Meeres begraben. Aber jetzt ist Dio erwacht und aufgrund des Blutsverwandtschaft von Jonathan, Joseph und Jotaro melden sich auch die Kräfte zurück in die Welt. Joseph erklärt seinem Enkel, dass sie aufgrund dieser Zusammenhänge dafür ausersehen sind, sich den Kampf mit Dio zu stellen. Währenddessen trifft Noriaki Kakyoin, ein von Dio geschickter Killer, ein, um Jotaro anzugreifen. Kakyoins brutaler Angriff tritt nicht nur Jotaro, sondern auch vielen unschuldigen Menschen, die sich nur zufällig dort aufhielten. Ach, trifft, okay, boah, tritt. Spielerverteidigung gesenkt. Weil er scheint Opa immer nur eine Level zu geben, oder? Egal. Er tut seinen Auge vor dem rufen. Komm her. Sehr gut. Ein Spott ausführen, okay. Nein, Hilfe. Mal auf da durch. Also, da war schon ein bisschen schwieriger zu steuern, finde ich. Bams. Oh,
Aber jeden Schlag sagt er, finde ich geil. Oh nein. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da ausgewichen bin, aber egal. Okay, was mache ich? Ja, warte mal. Ich wollte diesen Atemzug-Schlag machen. Bah, ich will nicht den Angriff einsetzen. Boah. Komm her. Immer wenn ich nach oben ausweichen will, ich vergesse das. Komm her. Ich dürfte mich eigentlich nicht schämen, dass ich die ganze Zeit mit Star Platinum Ora Ora einsetze. Meine Serie hat ja auch nicht irgendwie was anderes gemacht. Ora. Warum konntest du nicht da reinfliegen da hinten? Hätte irgendwie mehr gepasst. Sehr schön. War jetzt Kakuin freigeschaltet? Haben wir bestimmt auch noch nicht, ne? Nö, okay. Hat man wahrscheinlich schon. Glaube ich. Yes, yes, yes. Der Schwertmeister. Ah, okay. Müssen wir jetzt Abdul steuern. Holly stürzt zu Boden, schwer getroffen von Dios Fluch. Um seine Mutter zu retten, reist Jotaro mit Joseph, Abdul und den jetzt verbündeten Kakuin nach Ägypten, um Dio in Kairo zu suchen. Auf dem Weg dorthin stellt sich ihnen Jean-Pierre Polnareff entgegen. Ein weiterer von Dios beauftragter Killer. Polnareff ist ein fairer Kämpfer und er zögert keine Sekunde, Abdul als seinen ersten Gegner zu bestimmen. Ich werde den nie im Leben Eifel nennen. Ich werde ihn immer Polnareff nennen, damit das schon mal klar ist. Warum brennen die denn? So, was machst du denn als Dingens? Muss ja eben so machen. Irgendwie klappt das so nicht. Bam! Yes, I am. Yes, I am. Meine Güte, der war ja voll einfach. Oh Mann. Hell to you, okay.
Wenn man seine Dinge einsetzt, hat er nicht gegen den auch eingesetzt? Na verdammt. Hab ich doch gerade auch schon eingesetzt, Mann. Voll der Dallsim hier in dem Spiel, hab ich doch für. Magier, ich meine Güte, wie kommen die auf so was? Hurricane Special! Sehr schön. Mann, ist der auch da reingeflogen. Alle fallen da rein, nur nicht der Richtige. Alle sind da reingeflogen, nicht der, der eigentlich sollte. Jetzt lieben sie dich alle. Okay, warte. Meine Maus ist jetzt gerade so über den Timer von meinem Aufnahmeding. Jetzt sehe ich nicht. Extra Episode wurde freigeschaltet. Okay. Episoden aus. Ich möchte mal sehen. Ist da vielleicht jetzt Dingens? Okay, keine Ahnung. Ich mach jetzt mal die normalen Dinger. Als nächstes spielen wir Afdol gegen Whole Horse. Okay. Yes, yes. Bequeme Kriegsführung. Nachdem Polnareff besiegt und damit von Dios Einfluss befreit ist, schließt er sich der Gruppe an. Polnareff war ursprünglich auf der Suche nach dem Mörder seiner Schwester, einem Mann mit zwei rechten Händen. Dio nutzte seinen Racheverlangen aus, um ihn für seine Zwecke einzuspannen. Polnareff trägt darauf einen brutalen Kampf gegen die Spiegelkraft des Killers und gegen Whole Horse und dessen übermächtigen Herrscherkraft aus. Boah, Emperor. Meine Güte, wie haben die das übersetzt? Könnten die nicht einfach Emperor nennen? Afdol eilt ihm im Kampf zur Hilfe und rettet Polnareff mit dem Mut das Leben. Um alle Kugeln von Whole Horse zu verbrennen, nutzt Afdol die Magician's Red. Ja, ich nenne das so wie in den Dingens, wie in der Serie und nicht die das hier ist. Er hat's gerade klar und deutlich gesagt. Hier ist noch ein Kugelkampf. Au. Din. Wer ist der Größte? Yes, I am. Yes, I am. So geil. Oh nein, oh nein. Nein, er wurde angefahren. Ah. Der klingt sogar ein bisschen wie Dalsim, oder? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was für eine Dingens Nationalität Afdol überhaupt angehört. Ist das jetzt ein Inder oder ist das ein Ägypter? Ich weiß das gar nicht. Würde ich auch mal gern wissen. Sollte ich vielleicht mal nachgucken bei Wikipedia oder so. So, jetzt müsste eigentlich noch Polnareff gegen Whole Horse kämpfen, oder? Machen wir einfach weiter. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ja. Der Gehängte. Ja, der Hangman. Mit Hilfe der Stand. Ja, da kann ich alles nicht mindestens alle übersetzen. Mit Hilfe der Macht des Magician's Rack kann Whole Horse besiegt werden.
Aber Centerfold, der Mann mit den zwei rechten Enden, setzt seine Kraft der Hanged Man ein und besiegt Aftol. Der Hanged Man stachelt den wütenden Polnareff an, ihn anzugreifen. Kakwin aber kommt rechtzeitig zur Hilfe, sodass Polnareff sich den finsteren Kraft stellen kann. Boah, ist so schwer, ne? Viele Angriff sind Spieler Verteidigung sehen, okay. Komm her. Meine Güte. Vielleicht bist du Schaschlik. Was? Er hat ein Stück Nasen gelegt, oder was? Ah, hör auf damit. Warum ist ein Chariot nicht da? Smart. Der silberne Wagen, willst du mich? Hat einfach Silber Chariot. Zack. Sack. Hört sich jetzt an wie Sack, aber ich wollte Sack sagen. Ah. So. Auch nicht, ich kriege keine Geheimnisse nach. Okay, was zum Teufel? Was zum Teufel? Alter. Deswegen konnte ich das mit dem Vierkangriff nicht einsetzen. Alter, guck sich das mal einer an. Da will ich noch öfter einsetzen. Oh nein. Oh Mann. Oh, 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 nein, 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 nein. So, ich muss wegrennen, wegrennen, wegrennen. Komm her. Das ist noch geil. Oh, ich werde darüber, glaube ich, nicht überleben. Voll übertrieben. Nein, 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 nein. Grim, Grim, Grim. Nein. Nein, nein. Ja. Boah, das war noch knapp. Das ist aber ein geiler Effekt. So, jetzt hat er sich auch gerecht. Centerfold war ja der, den seine Schwester umgebracht hat, oder? Okay. Ich habe eine Geheimmission, hatte ich. Ich dachte, ich hatte gar keine. Egal. Na gut, dann zur Episodenauswahl wieder. Yes, yes, yes. Nächste Mission wäre dann. Immer noch? Voll ohne Centerfold Action, okay. Egal, das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play JoJo's Bizarre Adventures, All-Star Battle. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.